So, da sind wir dabei. Project Zero 2, weiter geht's. Wir stehen im Schrein und wenn ich noch arg viel länger hier bleiben muss, dann fange ich an zu schreien. Deswegen lasst uns so schnell wie möglich hier rausgehen. Wir haben die Schlüssel gesammelt, die wir brauchen, um das Tor zu durchschreiten, durch das Mayu gegangen ist. Würde ich sagen, lasst uns keine Zeit verlieren. Gucken wir mal, wo sie hingerannt ist, was dahinter ist und was auf dem Weg noch auf uns wartet. Denn ich kann mir vorstellen, dass jetzt wieder irgendwas ausgelöst wurde, nachdem ich in dem Schrein war. Und vielleicht die Priester irgendwie um die Ecke kommen, die wir hier hochlaufen haben sehen. Keine Priester? Ich brauche keine Priester. Will ich nur mal dazu sagen. Ich habe nur erwartet, dass Priester da sind. Und das ist irgendwie ein recht seltener Zustand bei mir. Ich erwarte selten Priester. Außer manchmal Sonntagmorgens vor meiner Tür. Wobei das schon eine Weile nicht mehr passiert ist. Ich glaube, die wissen auch, warum. Ich sollte einfach mal versuchen, wenn wieder irgendjemand morgens klingeln sollte, einfach mal Tür aufmachen, fotografieren, wieder zumachen. Mal gucken, was passiert. Ob er sich in Luft auflöst? Ich glaube, die Freude wird er mir nicht machen. Ich kann auch hier durch die Tür noch reingehen. Soll ich mal kurz reinschauen? Ich guck mal kurz auf die Karte, ob das ein relativ großes Gebäude ist oder... Oh, Moment mal. Okay, das ist die andere Seite von dem Gebäude, in dem wir sowieso schon waren. Okay, dann lass mal versuchen reinzugehen. Oder auch nicht. Okay, hat sich das auch relativ schnell erledigt. Gut, dann lass uns direkt zur Tür runtergehen. Niemand unterwegs auf der Straße. Könnt ihr was meinen? Das ist eine Geisterstadt. Komm schon. Füße hoch, Flachwitz. Der musste irgendwann kommen. Ihr habt's kommen sehen. Gibt's zu. Der hat mir schon seit einer ganzen Weile unter den Nägeln gebrannt. Da drüben ist ja nochmal eine... Ah ja, Kräutermedizin. Ganz genau. Okay, jetzt können wir aber durchs Tor durchgehen. Irgendwie an jeder Lampe ist irgendwas. In den Ornamenten sind Schlitze, in die flache Schlüssel passen. Ja, dann haust du mal rein. Du hast die zwei Zwillingsstatuenschlüssel für die linke und rechte Tür benutzt. Ach, das war für jeweils eine Tür? Mir hätte eine Tür gereicht. So fett bin ich nicht. Na schön. Was haben wir eigentlich gerade für Film drin? Wir haben Typ 7 Film. Ja, komm. Lassen wir erstmal Typ 7 Film drin. Und wir können ja dann relativ schnell wechseln, wenn es wirklich hart auf hart kommen sollte und irgendwelche Geister aus der Wand kommen. Haben wir ein Item. Noch mehr Kräutermedizin. Da können wir eine ganze Weile mit den Geistern kuscheln, ohne wirklich Gefahr zu laufen, keine Energie mehr zu haben. Okay, leicht beunruhigende Geräusche hier. Hallo? Oh shit. Die treibende Frau. Okay. Die ist eher am Schweben, kann das sein? Oh shit. Yeah, damn it. Hätte ich sie nur in Ruhe gelassen. Ich weiß, du willst kuscheln, Lady, aber... Muss nicht unbedingt sein. Oh shit, die teleportiert sich. Okay, okay. Das ist definitiv ein Fall für einen bisschen stärkeren Film, wenn sie hier am Hin- und Her-Teleportieren ist. Langsame Geister, die einfach nur irgendwie auf der Straße rumlatschen. Das ist ja nicht wirklich das Problem damit, aber... Ist dann wirklich auch noch mit schnellen Teleportgeistern anfängt. Fucker! Oh! Gib aus den Augen! Das hat gut funktioniert. Zwei Zero-Bilder. Das heißt, wo ist sie? Ah, da hinten! Wie sie angesegelt kommt. Zieht mich schneller! Als wenn sie an Drahtseilen hängen würde. Allein schon für einen Auftritt, das ist auf jeden Fall ein Gummistern verdient. So viel kann ich dir schon mal sagen. Hast du irgendwie Interesse, näher ranzukommen, oder steht das heute nicht auf deinem Zeitplan? Was ist da unten so? Oh, shit! Was ist da unten so interessant, dass du komplett Zeit nach unten schaust? Okay, an der Lampe kann man auch sehr, sehr gut erkennen, in welche Richtung der Geist ist. Oder auch nicht. Oh, shit! Kommt's angesegelt! Nope! Jawoll! Ein Zero-Bild rausgehauen. Und das war's auch schon mit ihr, die treibende Frau.
Das war eigentlich recht simpel. Als ich gesehen habe, dass er irgendwie hin und her huschen kann wie Superman, dachte ich schon, dass wir ein großes Problem kriegen. Nicht so wirklich. Ein schimmerndes Objekt klemmt zwischen den kaputten Brettern. Ein grüner Kristall. Und noch eine Geisterkugel. Was war denn hier? Nochmal irgendjemand? Oder unter mir? Oh ja! Die Ertrunkene der Frau. Muss ich mich jetzt irgendwie schlecht fühlen? Ich glaube kaum. Lass mal ganz kurz reinhören, was uns dieser Kristall zu sagen hat. Also auch hier wieder nicht so wirklich schöner Abgang. Ich frage mich nur die ganze Zeit, warum ist Mayos Anhänger markiert? Können wir irgendwas Neues erfahren, wenn wir nochmal reinhören, oder? Okay, da kriegen wir also neue Hinweise dann immer. Das heißt, es ist gar nicht so eine wirklich schlechte Idee, immer wieder reinzuschauen und zu gucken, ob sie neue Gedanken in ihrem Stein gespeichert hat. Das ist eine ganz, ganz weirde Art von Anrufbeantworter, aber okay, solange es funktioniert, von mir aus. Großes Haus, oben gibt's Puppen und extrem viele Tote. Und aber einen blutigen Kimono, in dem sogar jemand steckt, by the way. Aber du scheinst nicht wichtig zu sein, deswegen uns interessiert hier nur der Kimono. Ich speichere mal ganz kurz. Bevor wir dann ins Gebäude reingehen. Denn wenn sie nicht gelogen hat und da wirklich extrem viele Geister sind, vielleicht auch ein bisschen aktiver sind als die ganzen Rentnergeister, die wir bisher getroffen haben. Könnte schwierig werden, vor allem im Ausweichen. Hier auf so einem großen Platz, einer großen Fläche, da kann ich weglaufen wie ein kleines Mädchen mit den Armen wedeln und schreien, aber da drinnen... Purpurne Peonien liegen auf dem Boden verteilt. Ich habe keine Ahnung, was Peonien sind. Sind das irgendwelche Blumen? Müssen ja. Wie gesagt, im Haus ist es ein bisschen schwierig, wegzulaufen, wenn ich nicht meine Tür von der Wand unterscheiden kann. Schuldig. Ist mir nicht nur einmal passiert. Okay, hier könnten wir reingehen. Hier gibt es eine kleine Tür. Dann ziemlich sicher der Haupteingang. Ah, das war's schon. Doch kleiner als ich dachte, der Hof. Ist das wirklich die große oder kleine? Ich gehe erstmal ganz kurz durch die große Tür. Oh Mist, auch das noch. Hi. Ich bin neu in der Gegend und dachte, ich schaue einfach mal vorbei. Kapitel Nummer 3. Die Reue. Keine Taschenlampe mehr für uns. Ach, die werden eh überbewertet. Wir brauchen schon Taschenlampen. Mann dahinter. Das ist einer von den Priestern. Hat gut Punkte gegeben. Danke, Alter.
fuck. Behalt dein scheiß Feuerholz. Mir ist nicht kalt, danke. Haben wir eine Karte von der Ecke hier? Okay, nur das, was wir bisher gesehen haben. Ernsthaft? Oh shit! Hätte ich das gewusst. Hab ich ein bisschen schick angezogen. An der Tür ist ein Schloss mit der Gravur eines Schmetterlings. Ich habe gelogen, ich habe keine Ahnung, wer der Kusabi ist. Aber wenn er angekündigt wird, dann könnte das ein wichtiger Kerl sein. What the fuck? Hallo? Lady? Warum kann ich den nicht fotografieren? Du verschwindest doch sowieso, wenn ich um die Ecke komme, oder? Was zur Hölle? Oh, das gefällt mir ganz und gar nicht. Jetzt ist sie weg. Okay. Das ist eine Schublade, ein bisschen Kräutermedizin. Ich wollte ihn nicht verscheuchen. Typ 14 Film. Und da liegt auch noch was rum für uns. Du hast Kamerazubehör und Film gefunden. Die Powerblinse Moment. Die Moment-Zusatzfunktion. Funktion zeigt fatales Bild an. Zeigt bei jedem Geist das fatale Bild an, indem ein Signallicht im oberen Bereich des Suchers rot leuchtet. Das fatale Bild ist der beste Moment, einen Schnappschuss zu machen. Wenn das fatale Bild geschossen wird, gibt es während des Rückstoßes eine Schnappschussgelegenheit. In diesem Moment einen Schnappschuss auszulösen, ergibt ein Combo-Bild. Oh. Combo-Breaker? Da kannst du stompen, da kannst du richtig heftig stompen, damit man das wirklich im richtigen Moment macht. Sehr gut, neues Equipment. Schauen wir uns auch noch an. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Direkt ins Licht, wie es aussieht. Okay, wir spielen als Mayu weiter. Bist du denn auch irgendwo in dem Haus? Lauf nicht zu weit weg. Oh, shit. Hast du wieder irgendwelche Visionen, was hier in dem Dorf passiert ist? Also ich denke, mittlerweile haben wir alle rausgefunden, dass es kein Zufall sein kann, dass die beiden hier in der Stadt gelandet sind. Wenn es ja auch Zwillingsrituale gibt und wir von diesem einen kleinen Jungen erkannt wurden, hinter den Gitterstäben. Da rein? Oh ja. Ah, okay. Direkt zu den Schmetterlingen wieder. Ich kenne dich, du bist der blutige Kimono. Okay, dann lass uns mal näher rangehen. Ist es die gleiche Frau, der sich schon mal in die Arme gelaufen ist in den Straßen? Könnte sein. Also auch direkt der Gang, in dem wir gerade gelaufen sind mit dir. Was bist du denn für jemand? Muss ich irgendwie Angst vor dir haben oder kann ich mit dem Finger auf dich zeigen und lachen? Oh shit, was? Verbeugen? Ist ja gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin nicht der, für den du mich hältst. Holy shit, okay. Bei dir haben wir extrem viele Möglichkeiten, Zero-Bilder zu machen, wie es aussieht. Jedes Mal, wenn sie den Kopf runter macht. Komm näher, Lady. Kerl, was auch immer du bist. Egal wer oder was du bist, komm einfach näher. Das machst du gut, Mann. Nicht übel. Kein bisschen eingerostet, die Gute. Einer noch, dann haben wir's rum. Wunderschön. So angenehm mit Profis zu arbeiten. Bist du allein gewesen eigentlich, oder? Yep. Der war eindeutig alleine. Wie viele Punkte haben wir eigentlich mittlerweile? Lass uns mal ins Kameramenü gehen. 31.071 haben wir. Okay, lass uns mal schauen, ob wir hier Funktionsupgrades machen können. Kostet hier, ja, nicht so wirklich arg viel. Reichweite, Aufladung, Sensitivität.
Sensitivität zum Beispiel erhöht die Austreibungskraft und Reichweite. Schaden und Schussfeld. Aufladung macht die maximale spirituelle Energie auf 2. Und die Reichweite vergrößert den Sucherkreis. Und ich denke, das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall haben will. Oh halt, Geisterkugel, genau. Moment. Lass mich da raus. Jetzt. Packen wir eine Geisterkugel ran. Und dann können wir hier die Stufe erhöhen. Okay, schon mal nicht so ganz übel. Ich belasse es jetzt erstmal beim einen Upgrade. Schau mal, wie der Unterschied ist zur Standardkamera und dann gucken wir uns später noch an, was wir verbessern können. Durch die zerfetzte Schiebetür kannst du in einen düsteren Raum blicken. Kann ich auch irgendwie reingehen? Gucken ist schön. Reinlatschen ist nicht so wirklich arg viel besser. Weißt du was? Einfach mal nein. Oh shit. Das sieht nicht gut aus, Mann. Das sind sehr viele blutige Handabdrücke an der verputzten Wand. Die Abdrücke wurden mit solcher Kraft gemacht, dass sogar der Putzvertiefungen zeigt. Holy shit. Da wurde jemand heftig von hinten rangenommen. Ist von einer mächtigen Kraft verschlossen. Dann lassen wir die mächtige Kraft erstmal alleine, glaube ich. Und ich gehe jetzt in den Raum, in den Mayo gegangen ist. Vorne geht es auch nicht weiter, das sind alles nur Wände, okay. Oh. Oh, okay. Oh, oh, komm schon. Wie sie direkt hinter der Ecke steht. Schon auf mich gewartet hat. Du mieses Stück. Komm näher. Ich hab da was für dich. Oh Gott. Yep, die kann sich teleportieren. Was dann wiederum nicht so geil ist. Zentralbild für 19 Schaden. Hat aber nicht so viel Health wie der andere Geist, den wir hier im Gang getroffen haben. So, ich erstmal ein kleines bisschen verlangsamen. Oh, komm schon! Dass wir ein Zero-Build hinkriegen. Jawohl! Nice! Dafür ist es verlangsamt halt wirklich perfekt. Okay. Wo bist du hier in der Wand, ist er? Zack! Habe ich dich gerade gestört bei irgendwas? Hast du nicht kommen sehen, Mann? Wie sie in der Wand hängt. Es muss ja schon gemütlich sein. Es waren nämlich irgendwie viele Geister einfach an der Wand abhängen und darauf warten, dass irgendwas passiert. Kann ich nicht beurteilen. Au, wack. Jawohl, okay, das müsste gereicht haben. Dass wir den Kill kriegen. Okay. War schon ein bisschen hartnäckiger. Konnte sich auch bewegen. Die wusste sich in Szene zu setzen. Nennen wir es doch einfach mal so. Etwas glänzt hier im Licht. Eine weitere Geisterkugel. Und in der Ferne hörst du es donnern. Blitze erhellen ab und zu den Himmel. Sonst kannst du aber nichts sehen. Okay, nicht zu sehen finde ich jetzt erstmal eine ganz gute Sache. Deswegen würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Cut rein. Und wir schauen beim nächsten Mal in den Raum, in den Mayo gegangen ist. Ob die Frau mit dem blutigen Kimono auch noch da ist. Ob Mayo noch da ist. Ich befürchte ja fast nicht. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt einen Kommentar. Bis dahin, haut rein.